Die Reise geht zu Ende. Wir haben die drei Ziele erreicht. Die Ziele waren, die Gruppenmitglieder bei der Weltbank und beim IMF zu besuchen, ihnen damit ein Zeichen der Dankbarkeit zu setzen, dann die Belt and Road Initiative zu verfolgen, die Möglichkeiten der Schweizer Teilnahme zu eruieren und letztlich die Gespräche zu ermöglichen von Politiker zu Politiker, von Unternehmer zu Unternehmer. In allen vier Ländern, Aserbaidschan, Kasachstan, Usbekistan und Kirgisien, ist das ausgezeichnet gelungen. Ich betrachte die Reise als einen Erfolg. Die Erfolgselemente müssen in der Zukunft zwar noch erarbeitet werden, aber die Voraussetzungen dafür sind gut. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmenden, bei den Botschaften, die uns super eingeführt haben und dann natürlich auch bei Ihnen, die Sie uns jetzt positiv verfolgt haben. Dankeschön, es war eine gute Reise durch Zentralasien.